Ja, grüß Gott, Madel und Burm. Hier ist wieder der Peter von Barbecue Alperlach mit norddeutscher Verstärkung. So sieht's aus. Der Kai aus Hawaii. Moin, moin. Aus Kiel ist er. Ihr habt's ja schon mal gesehen. Kai, du machst halt was. Ich bin halt eigentlich nur hinter der Kamera. Bin also ein bisschen verfusselt und mit meiner Pornobrille auch nicht wirklich vorzeigbar. Was machen wir? Wir machen Schweinebauch Asia-Style mit einem Glasnudelsalat heute. Mit einem Glasnudelsalat oder einem Glasnudelsalat? Weiß ich noch nicht, mal gucken. Also wir schauen uns gleich mal die Zutaten. Ja, Nudelsalat im Glas gibt's. Genau. Der Kai sagt, dass jetzt was gibt. So sieht's aus. Was? Jetzt läuft der durchs Büdel. Wir haben heute Publikum, schaut's mal. Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Wir haben hier ein bisschen Schweinebauch. In diesem Fall sind es 1,5 Kilo. Dann. Also war mal. Genau, den wollen wir marinieren. Und zwar bauen wir uns da eine Marinade aus einer Zitrone. Quatsch, diese Zitrone ist eine Limette. Du machst das ja wie ich. Dann haben wir hier 2 Chilis, ein bisschen Ingwer. Dann haben wir einmal ein bisschen Sesamöl. Dann haben wir einmal Fischsoße. Dann haben wir Ahornsirup. Und was ich immer total gut finde, ist so ein Orangenpfeffer. Hat der aus Orangen gemacht oder ist da Orangengeschmack dabei? Ja, da ist ein bisschen Orangenpfeffer mit, also Orange mit drin. Und wenn du mal schnupperst, schnupper, ja, gibt so eine schöne Frische so als Pfeffer, finde ich. Alles ich mag den ganz gerne. Das war jetzt die Marinade fürs Fleisch. Genau, richtig. Und was ist da? Ja, da bauen wir uns nachher eine Teriyaki-Soße raus. Auch aus einer Limette, Zitrone, Sojasauce, Mirin. Mirin ist total super. Alles, was asiatisch ist, muss immer Mirin dabei sein. Das ist so eine Art Reiswein, Kochwein? Ja, das ist so ein Süßungsmittel sozusagen. Okay. Ne? Also macht das immer herrlich süß. Jo. Dann haben wir wieder Ingwer, Knoblauch. In diesem Fall in Ermangelung am frischen Zitronengras hier. Ein bisschen Zitronengras, dann eine Habanero. Und wir bauen uns da dann auch noch wieder Quatsch. Was mit der Fischsoße mit rein. Daraus bauen wir uns dann eben halt eine Teriyaki-Soße. Die dann das marinierte Schwein beglückt. Ja, auch. Und die dann auch zum Schluss da raufkommt und auch zum Glasnudelsalat. 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 Genau. Für einen Glasnudelsalat brauchen wir, wer hätte es gedacht, Glasnudeln. 3 Gläser. Ja, wir nehmen ein bisschen Zwiebel. Alternativ geht auch eine Schalotte, wer mag. Mhm. Wir haben eine Mango, wir haben Erbsenschoten, wir haben Paprika, damit es auch so ein bisschen farblich ist. Mhm. Und Koriander. Und das, darüber decken wir den Mantel des Schweigens. Da haben wir dann 2 unterschiedliche Aussagen. Ja, aber das Schlimme ist, dass es wirklich Koriander ist und nicht wie sonst üblich durch Petersilie ersetzt wird. Ja, das stimmt. Aber was ist besser als Koriander? Nix. Doch, noch mehr Koriander. Also, genau, dann los geht's. Legen wir los. Jo. Weiter geht's. Wir kümmern uns jetzt um den Schweinebauch. Da müssen wir erst einmal. Das kennt man aber, glaube ich, schon, hat man überall gesehen. Immer so ein bisschen hier die Haut einschneiden. Wichtig ist, dass man ein scharfes Messer hat, was ich hier gerade nicht habe. Zweiter Versuch. Genau. Also es ist auf alle Fälle jetzt mal schärfer als meins. In der Uhr klingelt. Jemand niest von links. So, jetzt probieren wir das nochmal mit diesem Messer. Weil das ist tatsächlich auch nicht scharf. Am schärfsten bisher. Ich würde aber sagen, eventuell ist der Bauch nicht okay. Aber nee, das geht tatsächlich gut. Das Messer ist scharf. So. Wir kümmern uns jetzt um den Ingwer. Was ich jetzt immer mache, ist, ich schnappe mir, den Trick kennt man aber eigentlich schon, dann immer so einen ganz normalen Teelöffel. Kaffeelöffel würde auch gehen. Ja, und dann kann man sich das eben halt wunderbar runter futzeln, rupsen, wie auch immer man das gerade ausdrücken will. Man hat wenig Verlust. Und das soll es dann zum Thema Ingwer erstmal gewesen sein. Kommt der in die Schüssel? Der kommt gleich in die Schüssel. Richtig. Das ist so noch gar nicht so aufregend. Und dann eine Vanillimette. Da brauchen wir den Limettensaft, wenn man vorher so ein bisschen drauf rumrollt. Ne? Drauf rumrollt? Drauf rumrollt. Ne? Weißt du, was da dann passiert mit der Limette? Die wird dann weich und man kriegt viel besser den Limettensaft einfach raus, als wenn man das nicht macht. Dann geht das los. Oder es geht jetzt weiter. Geht das jetzt los? Ja. Es geht los mit dem Weitergehen, mit der Chili. Ist das jetzt eine sehr scharfe? Nee, das ist tatsächlich so eine milde, normale, was man so aus dem Supermarkt bekommt. Ich will bloß das Eckerl probieren, scheinbar. Das ist eine Paprika.
Ja, da ist, die ist nicht schlimm. Die ist überhaupt nicht scharf. Eine Chili oder zwei? Ja, wir gucken erstmal. Wir bleiben aber bei einer. So, und nun geht es weiter. Wir schnappen uns den Ahornsirup. Davon brauchen wir. Da brauchen wir. Ein bisschen was. Eins, zwei, drei Esslöffel. Auch wenn der Kai heute das meiste macht, das Rezept ist dann wieder unter dem Video in der Infobox. So sieht's aus. Und das Schöne ist, der Kai muss das schreiben und mir geben. Da freue ich mich drauf. Das mache ich doch gerne. Ja, weiß ich doch, du bist der Urlaub. Genau. Dann kommt so ein bisschen Sesamöl. Dann geröstetes Sesamöl vermutlich. Dann, dann über ein Esslöffel. Mhm, das sollte uns erstmal reichen. Sehr intensiver Geschmack. Ne? Genau. So, und dann kommt noch ein bisschen Fischsoße damit zu. Fischsoße hat, wie wir alle wissen, einen sehr intensiven Geschmack. Deswegen ist, kommt da nicht zu viel. Ein bisschen, gell? Ja, genau. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Dann wird es verrührt. Das sieht dann so aus in etwa. Mhm. Ne? Der Kandidat wandert der Bauch rein. Hast du lila Gummihandschuhe? Nee. Schade, ich schon. So, ein bisschen Orangenpfeffer rein. Das ist irgendwie, ich sag mal, nicht viel. Könnt ihr ja sehen. Verrühren. Jetzt geben wir das übers Fleisch. Sieht dann etwa so aus. Dann nehmen wir natürlich auch alles mit, ist ja klar. So. So. Ein bisschen vermanschen, hätte ich fast gesagt. Ne? Dann den Kühlschrank, oder? Genau, dass überall was hinkommt. Und jetzt kommt das. In den Kühlschrank. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Geht's? Bin so froh, dass wir morgen noch da sind. Natürlich. Ich freue mich auf morgen. Gute Nacht. Bis dann. Gute Nacht. Kein nächster Tag. Und wieder schönes Wetter. Und unsere Gäste sind auch wieder da. Habt ihr gut geschlafen? Ja. Also, dass das jetzt nicht an einem Tag gemacht worden ist, erkennt man daran, dass die anders sitzen. Haben aber alle in ihren T-Shirts geschlafen, außer der Kai. Ich habe ein neues T-Shirt an. Genau, du hast jetzt extra schwarz gezogen, dass zu die Handschuhe passt. Und auch passt, genau. Haben wir dir neue gegeben. Ja, das ist total die Porno. Okay, also Schwein haben wir hier. Genau, Schwein haben wir hier. Wir Hülle haben wir da. Da haben wir jetzt noch Ingwer. Genau, wir haben hier Ingwer. Der wird gleich geschnitten und gehackt. Hier war ich schon mal fleißig und habe drei Knoblauchzehen klein gehackt. Die ganze noch? Die ganze, ja, es ging dann doch ein bisschen schneller. Ich glaube, ja, ist, glaube ich, ins Bett. Die halbe Nacht halt. Ne? Weil den brauchen wir ja für unsere Teriyaki-Soße, die wir uns jetzt hier zusammenbauen. Man nimmt, so wie ich jetzt hier in diesem Fall, 200 Milliliter Sojasauce, darf auch die gerne die normale Sojasauce sein, also nicht die salzreduzierte, weil dann haben wir natürlich einen Salzanteil schon damit drin. Dann nimmt man den Knoblauch, das sind drei gehackte Zehen. Normale Zehen, nicht dieser Mono-Knoblauch. Genau. Und dann kommt der Ingwer damit rein. So, dann nehmen wir Mirin. 4 Esslöffel in diesem Fall, ich darf ihn mal kurz nicht verzählen. Dann kommt unser Sesamöl damit zu. Wenn wir 4 Esslöffel Mirin brauchen, rate dreimal, was glaubst du, wie viel Esslöffel brauchen wir jetzt? 3? Nee. Ja, wir nehmen ein bisschen von der Fischsoße. Also laut Rezept sind es dann tatsächlich immer 2 Esslöffel mit Fischsoße. Verrühren wir hier mal so ein bisschen. Dann kommt Zitronengras, da kann man auch gerne Frisches nehmen. Wo kriegt man das? Im Asialaden? Im Asialaden, naja, genau, richtig. Und dann kann man es eben halt einmal zerschneiden. Und muss die inneren Dinger nehmen, oder? War das jetzt so? Ja, genau. Und wenn man dann das mit einem Messerrücken einmal platt klopft, ja, dann kommen die ganzen Aromen aus dem Zitronengras tatsächlich auch besser raus. Also nicht einfach nur Zitronengras reinschmeißen und glücklich sein, sondern ruhig mal ein bisschen was auf den Deckel geben. Gib ihm. Ja. Kein Zitronengras ab, schläft dann auch nicht schlimm, schlechter. Wir machen das jetzt einfach mal, weil wir beim Campen. Zitronengras ist das jetzt. Ja, genau. Wir sind jetzt hier beim Campen. Und da nehme ich jetzt einfach mal 4 Teelöffel in etwa. Jetzt liegt hier noch so eine Zitrone rum. Das ist ein Zufall. So.
Dann nehmen wir den Zitronensaft. Also jetzt ernsthaft, die ist ein bisschen schärfer als die grüne von gestern. Ja. Aber immer noch human. Sehr erträglich. Jetzt die rote. So. Dann haben wir hier Habanero. Ja, so. Das kommt ja so. Fass mal rein. Ich würde sagen, das reicht uns erstmal. Nö, die roten dazu kommen. Meinst du wirklich? Patrick. Für den Patrick. Wobei also Teriyaki-Soße an sich normalerweise nicht scharf ist. Das stimmt. Du, schau mal, da sind noch welche. Wie gut, Patrick, dass du da bist. So, und das ist jetzt erstmal eine Teriyaki-Soße. Wie gesagt, man kann eben halt auch gerne den frischen, das frische Zitronengras nehmen. Und jetzt lassen wir es erstmal ein bisschen ziehen und dann sehen wir uns, ich sag mal so, in einer Stunde wieder. So, und da sind wir wieder. Wir schauen uns mal unseren Schweinebauch an. Der hat also schon mal ein bisschen Farbe angenommen von der Marinade, die wir uns gebaut haben. So haben wir uns das auch vorgestellt. Wir nehmen das einfach so und dann landet das einfach hier auf unserer Schale des schwedischen Grillherstellers, des Vertrauens. Und jetzt kommt das Fleisch eben halt in den Grill. Den Grill, das ist hier der Broil King Porter Chef. Und der ist vorgeheizt auf 160 Grad. Ich habe erstmal nur einen Brenner dran. Also hier der rechte. Genau, der rechte. Und zur Kontrolle, wie es unserem Fleisch geht, kommt die Mieternadel hier einmal rein. Und weil ich mehr als eine davon habe und Kontrolle immer gut ist, kommt da eben halt auch die zweite rein. Ich nehme mal an, Stunde, anderthalb Stunden, mal schauen. Ist beim Schweinebauch immer mal so, wir werden es ja erleben. Man wir steckt halten, ja nicht drin im Schwein. Genau, wir stecken nicht drin und wir halten euch auf alle Fälle auf dem Laufenden. Und melden und uns dann, wenn es soweit ist. Mit Vorzug. Genau, bis später. Ja, da sind wir wieder. Also, unser Schweinebauch liegt auf dem Porter Chef. Wir sind so bei Pi mal Daumen gut 70 Grad Kerntemperatur. Sollen wir mal gucken gehen? Ja, na klar. Das war nicht geplant. Nee, das stimmt. Oh, sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und? Ah, wir kommen dem Ziel nahe. Das ist schon mal sehr gut. Wir kümmern uns jetzt um die Teriyaki-Soße, die wir selbst gemacht haben. Und man sieht da schon so ein paar Sachen mit drin. Ne? Also unser Chili, unser Habanero, unser Zitronengras und so weiter und so fort. Und das müssen wir jetzt so ein bisschen aussieben. Das heißt, wir nehmen unser Sieb und kippen das. Du siebst die jetzt? Ja, wir wollen in der Teriyaki-Soße ja nur die Soße haben und nicht den Inhalt. Und schon haben wir den Inhalt weg. Und das ist dann tatsächlich unsere Teriyaki-Soße. Und wenn ich mir jetzt mal deine Löffel nehme, dann kann ich schon mal sagen, dass das echt lecker ist. Also, für unseren Glasnudelsalat, da brauchen wir dann natürlich ein leckeres Dressing. Und das bauen wir uns jetzt zusammen. Dazu haben wir die Sojasoße. Da nehmen wir uns ungefähr 2 Esslöffel. 1, 2. Dann meinen heißgeliebten Mirin. Den hatten wir vorhin schon. Genau, ja, den brauchen wir. Für asiatische Sachen ist Mirin immer einfach super. Dann brauchen wir den Saft einer Limette. Wer vorhin aufgepasst hat, weiß, wie rum du schneidest. Ja, und vor allen Dingen, dass man erstmal hier vorher rumnudeln muss. Ne? Das ist eben halt ganz wichtig. So, einmal schön pressen. Dann kriegen wir dann den Saft einer Limette raus. Klar. So. Und dann haben wir hier Koriander. Ja, man braucht hier jetzt ungefähr ein halbes Bund. Ein halb ist ungefähr so viel. Ah, ja. Peter, vertrau mir. Das wird lecker. Du wirst das irgendwie. Ja. Ich liebe ihn ja. So, und das Dressing ist somit dann tatsächlich schon mal fertig. Das lassen wir jetzt noch ein bisschen ziehen. Ich sag mal so, na, 15, 30, 20 Minuten, irgendwie da so. Tatsächlich 30 Minuten ungefähr. Ah, genau.
Haben wir schon wieder Pause? Ja, und dann ist total stressig heute. Total entspanntes Video. Also sehen wir uns in 30 Minuten wieder. Und wir sind wieder da. Ich habe hier eine Spitzpaprika. Die schneiden wir uns jetzt so ein bisschen runter. Wir nehmen das Kerngehäuse relativ simpel. Du machst das jetzt hauptsächlich aus farblichen Gründen, oder? Ja. So, jetzt fliegen wir darüber vermutlich. Genau. Zack, das fliegt jetzt hier rüber. Die Koriander kommt damit auch rein. Grüße an die Barbecue. Ich habe noch drei dicke Sauerländer in der Dose. Im Womo. Falls das nichts wird. So. Der Mieter sagt, das Fleisch ist fertig. Okay. Und dann nehmen wir uns einfach mal zum Zwiebel. Und die schmeißen wir dann hier so. Genau. Das wird jetzt der Salat. Genau, das wird der Salat. Okay. Und was wir jetzt noch machen. Aber das müsst ihr euch jetzt nicht unbedingt angucken, weil ich glaube, jeder weiß, ja, Mango schälen und so weiter und so fort. Und du willst dir nicht zusehen lassen? Nee, schon. Kann ich akzeptieren und tschüss. Das. So, jetzt kümmern wir uns um den Glasnudelsalat. Da nehmen wir die Glasnudeln. Ganz normale Standardglasnudeln. Ich habe hier zweimal 150 Gramm. Und die packen wir hier einfach rein. Nebenbei haben wir Wasser vorbereitet. Das kippen wir jetzt hier einfach mit rein und lassen dann die Glasnudeln, ich sag mal, 5 Minuten lang ziehen. Fahre mal runter. Da sehen wir auf meinem Brett ein paar Zuckerschoten. Die werde ich noch einmal kurz zacken. So, der kriegt auch noch rein. Und dann ist es das auf tatsächlichen Weg. Genau, das kommt in den Salat rein. Ist der dann quasi fertig? Der ist fast quasi fertig, weil wir haben jetzt hier unsere Glasnudeln. Okay. Wird einmal abgeschöpft. Okay. Ich finde der Glasnudel schon ziemlich schräg. Ist es auch. So, und man kann jetzt eben halt, die sind sehr lang. Wenn man die nicht so lang haben möchte, geht man einfach mit dem Messer rein und schnippelt einfach so ein bisschen durch, dass sie vom Mundgefühl einfach ein bisschen angenehmer werden. Und der Mann ist Italiener. So. Und dann geht es hier vorne rein. Hier stehen wir an unserem Porterchef. Jetzt schauen wir uns mal den Schweinebauch an. Das ist schon mal ganz gut, würde ich sagen. Machst du den Bauch jetzt klein und rührst deinen Salat oder was machst du? Nein, also wir schneiden den klein, ohne Frage. Hier? Dann machen wir einen Teller. Dann kommt da ein Stückchen Schweinebauch drauf. Ein bisschen Salat, ein bisschen Teriyaki-Soße, ein bisschen Dressing für den Salat. Und dann werden wir uns das schmecken lassen. Klingt gut. Ja, das Schwein. Ich finde, das hört sich gut an. Zeigen wir von innen. War wunderbar. Essen ist fertig. Ja, fertig. Aber sowas von. Und schaut gut aus, oder? Ja, Koriander halt drauf. Wir haben eine Wette laufen. Wenn es mir schmeckt, gibt er mir ein Bier aus. Wenn es mir nicht schmeckt, gibt er mir ein Bier aus. Nein. Doch, nein. Es kommt probieren. Aber im Endeffekt trinken wir ein Bier. Ja, wir probieren das. Ich nehme hier am Rand, gell? Ja, freilich. Also du hast recht. Der Koriander ist jetzt nicht so schlimm, wie ich ihn sonst in Erinnerung habe. Das heißt, du gibst mir zwei Bier aus. Und was für Bier haben wir? Weiß ich, du hast ja nichts, aber ich habe heute noch mal ein. Wann haben wir eigentlich noch das Getränk? Und wenn man mit so einem Nordlicht dreht und viel Freude hatte, muss man was trinken? Darf man? Darf man. Darf man. Ein Flens. Ich habe mir jetzt 4 Tage erfolgreich gewehrt. Ja, ich konnte es nicht einmal. Ja, das ist das mit dem Plop, das ist wichtig. Prost. Bei uns. Ich finde es gut. Koriander, Pilz, was kann schöner sein? Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Daumen hoch, netter Kommentar wäre super. Ein Abonnement hier oder drüben bei Camp und Grill. Schaut's, Camp und Grill. Da sind wir nämlich gerade. Kleine Veranstaltung hier. Würde uns sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Genau. Macht's gut. Servus. Pfiat. Bis dann. Tschüss. Pfiat.